Wir sind hier mit Robert Birnecker hier in Chicago bei Koval. Robert, schönen Tag und danke, dass du uns hier willkommen heißt. Hallo, danke, dass ihr uns heute besucht. Also wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir würden euch heute gerne etwas über unsere Brennerei und über unsere Geschichte erzählen. Weil du sagst Geschichte, angefangen hat es ja 2008. Genau, also wir haben 2008 mit unserer Brennerei begonnen. Nicht in diesem Gebäude, wir waren in einem kleineren Gebäude, ein bisschen weiter nördlich in Chicago. Mittlerweile haben wir 3 Gebäude hier und 2008 war einfach unser Anfang. Es gab noch relativ wenige Brennereien in Chicago oder in den USA generell. Und wir haben gesagt, okay, warum fangen wir nicht eine Brennerei an? Also meine Frau war Professorin in Baltimore, ich habe für die österreichische Botschaft in Washington DC gearbeitet und wir wollten eigentlich zusammenarbeiten. Wir wollten nicht mehr alleine in separaten Büros sein, sondern wirklich zusammen etwas aufbauen. Und die Idee war, entweder ein Kaffeehaus aufzumachen, ein Restaurant aufzumachen oder eben am Ende die Brennerei. So, jetzt habt ihr ja beide nicht unbedingt den Beruf, wo man sagt, da ergibt sich logisch daraus eine Brennerei. Wie kam es denn dazu? Also meine Familie kommt aus Österreich und wir haben eine kleine Brennerei in der Nähe von Salzburg. Nur, ja, wie kommt es dazu? Ich hab ein paar Flaschen meines Großvaters mit nach Amerika genommen und die Leute haben uns immer gefragt, ja, ist ja schade, dass man die hier nicht kaufen kann. Warum gibt es so etwas in den USA nicht? Wir haben gesagt, ja, ist wirklich schade. Und in dem Augenblick kam auch ein Time Magazine-Artikel heraus über Brennereien in den USA. Also damals gab es ungefähr 20 Stück, die großen inklusive. Und es hieß, okay, das erste war Wein, das zweite war dann Craft Brewing und das dritte wird eventuell Craft Distilling. Und da haben wir gesagt, ja, schauen wir uns das doch einmal an. Und meine Frau wollte unbedingt zurück nach Chicago, weil sie eben aus Chicago ist. Also gab es die Idee, eine Brennerei in Chicago aufzumachen. Und Stichwort, schauen wir uns das mal an. Wir schauen uns mal an, wie ihr hier Whisky macht. Perfekt, ich freue mich, ich zeige euch die Brennerei. Also hier beginnt eigentlich alles. Wir bekommen unser Getreide in solchen Big Bags. In den Big Bags sind ca. 2000 Pfund, also etwas unter einer Tonne. Und diese Big Bags bekommen wir alle 10 Tage in einem großen 53 Fuß LKW. Wir bekommen eigentlich das meiste unseres Getreides, kommt aus der Nähe von Chicago. Also wir versuchen wirklich das Ganze aus dem mittleren Westen zu bekommen. Hier sieht man Roggen, also der ist gerade frisch angeliefert worden. Der wird zu unserem Roggenwhisky eingemeischt und wir benutzen diese Big Bags auch als Container und ziehen diese dann mit dem Kran, den wir hier hinter uns sehen, über die Mühle. Das ist eigentlich für uns die beste Variante, unser Getreide von A nach B zu bewegen, weil wir verschiedene Getreidesorten haben. Also am Anfang war uns einfach wichtig, wirklich auch nicht nur ein Getreide zu nehmen oder einen klassischen Bourbon zu machen, sondern alternative Getreidesorten wie Hirse, wie Hafer, wie Dinkel zu benutzen. Und das Einfachste ist, wenn man so viele Getreidesorten hat, also derzeit haben wir 7 Stück, dann ist es einfach das Einfachste, die Big Bags zu nehmen, keine Silos, weil die Silos 7 Stück und dann einen immer halb voll und viertel voll, das macht keinen Sinn. Und so kann man das eigentlich für alle unsere Produkte sehr gut timen. Wie lange ist denn ungefähr die Lagerzeit, die Sie hier habt fürs Getreide? Also wir haben ungefähr 10 Tage Lagerzeit, 2 Wochen. Wir schauen, sobald wir nur mehr 2-3 Säcke hier haben, dass einfach schon die nächste Lieferung kommt, also eigentlich mehr als 2-3 Säcke, mehr 4-5 Säcke, dass wir einfach 1-2 Tage Puffer haben. Wenn das leer ist, dann kommt der nächste LKW. Aber in Chicago und gerade im mittleren Westen haben wir super Zugang zum Getreide. Die ganzen Lagerplätze sind 30, 40 Kilometer von uns entfernt und da kann man eigentlich innerhalb von 2-3 Stunden zum LKW, ist überhaupt kein Thema. Worauf achtet ihr denn beim Getreide? Was ist denn euch wichtig dabei? Also beim Getreide war uns von Anfang an wichtig, dass wir wirklich schon bei der Qualität einfach hier ansetzen. Also 2008 gab es die Idee, okay, biologisch zertifizierte Produkte zu machen, aber warum? Wir haben gesagt, das Getreide, das wir getestet haben am Anfang, war einfach biozertifiziert und von der Qualität her besser beim Einmeischen. Also wir hatten keine Probleme mit dem Schäumen, wir hatten einfach vom Geschmack her bessere Erfahrungen. Das heißt jetzt, für Mittleren Westen Bio-Getreide zu bekommen, ist relativ einfach. Und für uns war es nur eine Frage, ein paar Cent mehr für das Kilo zu zahlen und dann einfach die Qualität schon hier beim Getreide hoch anzusetzen. Dann schauen wir uns mal die Mühle an. Ja, natürlich.
Das hier ist also die Mühle bei euch in der Cowal Distillery und für jemanden, der Mühlen aus Schottland kennt, schaut die relativ klein aus. Ja, also die Mühle, die wir haben, ist eine Hammermühle und die Mühle hat 12 kW, ist eigentlich schon relativ kräftig. Also wir mahlen mit dieser Mühle circa eine Tonne in der Stunde. Da sind wir eigentlich schon relativ flott. Also so ein Big Bag, den ich vorher hergezeigt habe, da liegt man bei circa einer Stunde, um den ganzen durchzumahlen. Das passt eigentlich für unsere Maische, weil in der Maische nehmen wir zwischen 2200 und 2600 Pfund Getreide, also ein bisschen mehr als einen von diesen Big Bags. Nur geht flott, funktioniert super und wir machen Vollgetreidemaische. Das heißt, wir mahlen wirklich so fein wie möglich. Wir haben 2 mm Screens in dieser Mühle und mit den 2 mm kommen wir wirklich fast auf eine Art Mehl. Also mit dem Mehl haben wir die Möglichkeit, das sehr fein zu vermischen und in unserem Maischetank wirklich das ganze Aroma rauszubekommen und auch die ganze Stärke aus dem Getreide so rauszulösen. Und der Mahlgrad ist unabhängig von welchem Getreide ihr verarbeitet? Der Mahlgrad ist unabhängig vom Getreide. Also der Mahlgrad ist wirklich so fein wie möglich, ist die Idee. Und bei 2 mm geht das ganz gut. Wenn man jetzt mehr als 2 mm versucht, auf unserer Größe, kann sein, dass die Mühle zu heiß wird. Also 2 mm haben wir gesehen, ist für uns die ideale Größe von den Mühlensieben. Und von hier geht es dann gleich weiter zum Einmeischen. Genau, also von der Mühle, die Mühle hat ein Gebläse drin und bläst das Getreide auch direkt in den Zyklon über dem Maischetank. Das ist also alles zusammen und von da geht es direkt zum Einmeischen in den Maischetank. Okay. Und über den Vorgang des Einmeischens reden wir dann am Maischetank selbst. Also von der Mühle geht das Ganze in unseren Zyklon über den Maischetank und fällt dann in den Maischetank rein. Das heißt, wir haben das ganze Mehl, das sich mit dem Wasser vermischt. Ganz wichtig für uns ist, dass wir das Wasser schon relativ hoch bringen. Das heißt, 83 Grad Celsius ist normal, wo unsere Wassertemperatur ist beim Einmeischen am Anfang, weil wir das in mehreren Schritten machen, um das Getreide zu brechen. Das heißt, erstens ist einmal hohe Temperatur, zweitens ist, wir mahlen es so fein wie möglich und drittens ist unser Enzym. Wir nehmen am Anfang eine Alpha-Amylase, das heißt ein Enzym, das uns die Stärke aufbricht und uns den Kleber im Grunde herstellt. Das dauert circa eine Stunde, das heißt schon einmal eine Stunde zum Einmeischen, also vom Getreide, dass wir das Getreide reinbekommen und dann noch etwas Zeit, um das Enzym wirken zu lassen. Das passiert alles bei einer hohen Temperatur. Wir geben circa 3800 Liter Wasser in diesen Maischetank und dann nochmal 2600 Pfund Getreide und dann fangen wir an, das einmal ein bisschen durchmischen zu lassen. Das kriegt dann eine Konsistenz, das ist so ein bisschen wie Apfelmus, vielleicht ein bisschen flüssiger. Und am Anfang, durch diese Alpha-Amylase, wird das Ganze auch etwas verflüssigt. Das ist der erste Schritt von unserer Maische, die Stärke umzuwandeln und die Stärke rauszubekommen. Dann kühlen wir das Ganze runter auf ca. 65 Grad. Dann geben wir das zweite Enzym dazu, das ist eine Glucoamylase. Die Glucoamylase ist dafür zuständig, die Stärke in Zucker umzuwandeln. Das heißt, dann bekommen wir endlich die süße Maische. Das dauert auch eine halbe bis dreiviertel Stunde, um das Enzym wirken zu lassen. Und dann kühlen wir das Ganze runter auf 30 Grad. Bei 30 Grad haben wir dann die Möglichkeit, Reinzuchthefe beizugeben. Da haben wir einiges, was wir schon versucht haben. Wir haben aber gemerkt, Hefe ist nicht wirklich das Relevanteste. Relevant ist wirklich hier der Prozess, den wir machen. Also die Vollgetreidemaische, die Enzymbeigabe, eben um wirklich jede Temperatur genau auszunutzen und dann bei 30 Grad die Hefebeigabe und dann ist eigentlich unsere Maische hier komplett. Und der ganze Prozess dauert zwischen 6 und 7 Stunden, kommt auch etwas aufs Getreide an. Roggen ist sehr stark bei den Glucanen und da dauert es ein bisschen länger, der ist ein bisschen dickflüssiger. Bourbon mit 51% Mais, 49% Hirse, das wird relativ dünnflüssig, also das wird schon fast wie Milch am Ende. Dann geht es auch ein bisschen schneller mit dem Kühlen. Aber generell 6 bis 7 Stunden, dann ist die Maische hier fertig und dann pumpen wir das Ganze um in einen unserer Gärtanks. Die schauen wir uns jetzt an. Also hier sind jetzt unsere Gärtanks. Das sind eigentlich relativ hohe Gärtanks und relativ schmal. Wir versuchen, den Prozess wirklich so stabil wie möglich zu halten. Und gerade bei der Vergärung ist uns wichtig, dass die Temperatur nie über die 32 Grad steigt. Das heißt, wir versuchen mit den dünnen Gärtanks die Kerntemperatur sehr niedrig zu halten und wir haben noch zusätzlich Rührwerke eingebaut, um das Ganze auch ordentlich durchzumischen, weil sonst kann es sein,
dass das Getreide ein bisschen nach unten sich absetzt. Das versuchen wir komplett zu vermeiden. Wenn es vom Maischestand kommt, hat die Geschichte, wie gesagt, ca. 30, 31 Grad Celsius, wird hier reingepumpt und nach ein paar Stunden fängt die Hefe an mit der Gärung. Die Hefe wandelt also den Zucker in Alkohol um. Das dauert in unseren Gärtanks ca. 3 bis 4 Tage. In den 3 bis 4 Tagen, muss man sagen, ist es wirklich am wichtigsten, die Kühlung nicht zu vergessen. Also darum sieht man hier die Pillowplates und auch die Durchmischung wirklich gerade am Anfang zu gewährleisten. Aber sonst ist es relativ stabil. Macht das die ganze Arbeit von selbst, also die Hefe fängt eigentlich an, das ganz von alleine zu machen. Wir schauen nur, dass wir es kühl halten und dass wir versuchen, hier keine Probleme mit Infektionen zu bekommen. Also man muss natürlich schauen, dass die ganzen Schläuche, die ganzen Tanks, dass das alles ordentlich gesäubert ist, bevor wir mit der Gärung beginnen oder bevor wir die Maische hier reinpumpen. Und ihr macht ja eines, ihr überwacht den ganzen Prozess mit relativ vielen Sensoren, stimmt? Genau, also für uns ist einfach, wie bereits beim Getreide angesprochen, ganz wichtig, dass wir die Qualität gleich halten. Also es fängt natürlich beim Rohmaterial an, wenn man schlechtes Rohmaterial hat, dann hat man auch nachher keine Chance, das irgendwie wieder zu retten. Aber im Prozessablauf ist es für uns auch ganz wichtig, dass es immer konstant bleibt. Das heißt, konstante Temperaturen, konstante Qualität. Und wir versuchen das, also man sieht es hier hinten mit den Sensoren, natürlich mit den Rührwerken, aber unsere komplette Steuerungstechnik ist hier eigentlich in den Gärtanks und in der Maische schon einmal enthalten, weil wir eben jedes Batch gleich herstellen wollen. Und wir haben wirklich die Möglichkeit, mit unseren Sensoren, mit unserer Steuerungstechnik zu gewährleisten, dass alles immer gleich rauskommt, bis zur Destillation. Jetzt sind wir sozusagen beim Kernstück der Anlage, die Brennanlage. Robert, erzähl uns was drüber. Wie läuft es hier ab bei euch? Also jetzt sind wir bei unserer Destillationsanlage. Hier passiert im Grunde die Magie, wie man so schön sagt. Wir haben eine 5000 Liter Anlage von Kothe in Deutschland. Wir haben am Anfang gleich gemerkt, dass wir am besten mit moderner Technologie arbeiten. Also das ist einfach dort, wo wir uns am wohlsten fühlen. Und Pott-Hybrid-Systeme für unsere Whiskys sind einfach das, wo wir das Produkt rausbekommen, hinter dem wir auch stehen möchten und hinter dem wir auch gerne stehen. Fängt an mit unserem 5000 Liter Pott. Ist natürlich ein dampfbeheizter Pott auf dieser Größe. Wir füllen die Maische, die wir gemeischt haben und fermentiert haben, hier ein. Also es gibt hier am Eck die Füllöffnung. Das Ganze kommt rein und wird dann relativ schonend mit dem Dampf aufgeheizt. Wenn wir etwas Temperatur haben, also bei uns ist die Temperatur höher, weil wir natürlich durch die Kolonnen durch müssen. Wir liegen bei ca. 90 Grad, wenn das Ganze einmal ins Laufen kommt. Und dann kommt es rüber in die Kolonnen. Die Kolonnen sind bei uns eigentlich der Faktor, wo wir den Alkohol und wo wir unsere Destillation am besten bestimmen können. Wir haben in den Kolonnen mehrere Böden und jeder Boden hat die Möglichkeit, den Alkohol zu erhöhen bzw. den Geschmack zu verändern. Wir haben Doppelkolonnen, also jeweils 9 Böden und auf den 9 Böden kann man jetzt entscheiden, okay, mache ich einen etwas kräftigeren Whisky, einen etwas leichteren Whisky und wir verstellen die Böden dementsprechend. Es kommt auch etwas aufs Produkt an. Manche Produkte wie der Roggen, die vertragen etwas höhere Destillation, weil es einfach ein stärkerer Geschmack ist, der da beim Roggen durchkommt. Bei anderen Produkten, so wie beim Hirse, muss man vorsichtiger damit umgehen. Also wir destillieren durch die erste Kolonne durch. Man sieht, die Leitung geht hoch, das steigt durch die Böden durch, kommt dann wieder runter auf der anderen Seite und geht in die zweite Kolonne. Ganz wichtig bei beiden Kolonnen ist in meiner Meinung der Deflegmator. Meiner Meinung nach ist der Deflegmator noch viel wichtiger als jeder einzelne Boden. Der Deflegmator, den muss man sich vorstellen, wie ein Vorkühler. Also es ist eine kalte Wassertasse und hält im Grunde die höheren Komponenten vom Alkohol zurück. Das heißt, hier säubern wir nochmal den Alkohol und haben die Möglichkeit, den Alkohol wirklich ganz genau dort hineinzustellen, wo wir ihn haben wollen. Nach dem zweiten Deflegmator, also man sieht ihn ganz oben, kommt das Ganze runter zum Kühler und wird hier in unserem Sammeltank zum Alkohol. Wichtig für uns ist auch noch, dass wir mit der Anlage nicht nur gute Produkte herstellen, sondern wir versuchen auch
Energie zu sparen und Wasser zu sparen. Also man sieht hier die Wassersammeltanks am Boden. Ist natürlich schade, wenn man das ganze Wasser zum Kühlen nimmt und dann leitet man es einfach in den Abfluss. Wir haben uns überlegt, heißes Wasser hat Energie, hat Wasser, perfekt. Wir brauchen das ohnehin für die Maische. Also wir nehmen das Heißwasser von der Destillation und für die 5000 Liter brauchen wir ca. 3500, 4000 Liter Wasser und nehmen das genau wieder für die nächste Maische her. Hat den unglaublichen Vorteil, erstens ist das Wasser schon da und zweitens ist das Wasser schon warm und wir verschwenden hier nichts. Also hier kommt dann der Alkohol rein von unserer Anlage. Wir haben das Ganze auf einem Wagensystem, um eben den Alkohol dann ordentlich zu verschneiden. Das funktioniert beim Wiegen am besten. Mit Volumen ist es immer schwierig durch die Temperaturveränderung, aber mit der Waage wissen wir eigentlich ganz genau, so viele Kilo Liter, so viele Kilo bzw. Liter Wasser müssen in den Tank rein und dann haben wir unsere perfekte Fassstärke. Mit wie viel Prozent Alkohol kommt das hier raus? Wir gehen hier raus ins Fass kommt es mit 58,5. Also wir müssen in den USA unter 62% Alkohol sein, um in die Fässer zu gehen. Wir haben uns das ein bisschen niedriger ausgesucht mit 58,5, aber da liegen wir eigentlich ganz gut von der Fassstärke und vom Alkohol in den Fässern. Das heißt, ihr geht eigentlich vom Brennen direkt ins Fass, habt ihr keinen Wetting Tank? Also wir gehen zurzeit eigentlich sogar wirklich direkt vom Brennen ins Fass. Wir haben eine Anlage jetzt auch auf unserer Brennerei, die uns das Wasser automatisch beimischt. Das heißt, wir haben ein Ventil, das schon beim Brennen das Wasser automatisch beimischt und das Ganze runterbringt auf Fassstärke. Wenn wir Whisky brennen, dann kommt es in den Tank hier rein, dann müssen wir eigentlich gar nicht mehr wirklich nachwiegen, eventuell nur eine kleine Justierung machen und dann geht es direkt in unsere 53 Gallonenfässer, die wir jetzt mittlerweile haben. Und die werden dann weggerollt und auf Paletten verpackt. So, und das sind jetzt nun die Fässer, in denen euer Whisky lagert. Erzähl uns ein bisschen was drüber, wo sie herkommen, wie sie gemacht werden. Genau, also hier sind wir jetzt bei unseren 53 Gallonenfässern, die wir auf Paletten verpacken. Wie vorher angesprochen, handelt sich um amerikanische Weißeiche bei unseren Fässern. Wir müssen amerikanische Weißeiche nehmen und ist auch ein sehr interessanter Geschmacks. Träger eigentlich, also amerikanische Weißeiche, ja dafür bekannt, eher Kokosnusstöne, also macht wirklich interessante Produkte. Wir nehmen Holz, das 24 Monate vorgelagert wurde, also das ist 24 Monate air-dried und dann wird das ganze Mittel ausgebrannt. Also das heißt, Nummer 3 ist unser Char-Level, das wir hier nehmen für unsere Fässer. Wir machen das für unsere Heads und für unsere Staves. Darum macht es eigentlich auch keinen Unterschied, ob wir das jetzt seitlich hinlegen oder aufstellen. Und wir haben gesehen, für unsere Lagersysteme, die wir derzeit haben, ist es am besten auf Paletten, weil wir nicht alles hier in Chicago lagern, sondern auch etwas außerhalb von Chicago ist einfach von den Lagerkosten her besser und auch von unserer Logistik her besser. Darum funktioniert es perfekt auf den Paletten. Wir lagern 3 bis 4 von diesen Fässern hier hoch und schicken die raus und holen die wieder rein, je nach Bedarf. Also ist natürlich auch spannend bei unseren Fässern, mit dem 24 Monate Vorlagern oder Trockenlagern bekommen wir relativ weiche Töne aus den Fässern. Es gibt ja immer die Debatte, wie lange soll man das Holz vorlagern, 18 Monate, 24 Monate. Wir haben mit diesen 24 Monaten hier von Zach Cooperage eigentlich die beste Erfahrung gemacht. Also das ist das, wo wir sagen, da passt das perfekt für unsere Lagerzeit von circa 4 Jahren jetzt. Da liegen wir super im Rennen mit diesen Fässern. Und Sie gehen etwas außerhalb von Chicago, kommen dann wieder sozusagen zurück und werden hier vor Ort dann in der Flaschenabfüllanlage abgefüllt. Genau, also Sie gehen genau wie man sie hier so sieht, verpackt mit der Rolle nochmal rum hinaus, haben dann Ihr sozusagen Sommerhaus oder Winterhaus, wie auch immer man das sehen möchte, außerhalb von Chicago und kommen dann wieder zurück und unsere Fässer werden dann auch einzeln abgefüllt. Also wir haben wirklich Einzelfassabfüllungen, jede Flasche, die wir abfüllen, ist nicht zusammengemischt, sondern aus einem eigenen Fass. Darum gibt es auf unserer Flasche hinten auch eine Batchnummer, wo man das genau von der Maische bis zum Händler eigentlich nachverfolgen kann, wo das Produkt herkommt und wo es hingegangen ist. Also jetzt sind wir mittlerweile beim letzten Schritt unserer Produktion, bei der Abfüllung. Wir haben eine automatische Flaschenabfüllung, die bis zu 1500 Liter
in der Stunde abfüllen kann. Hier ist unsere 750 Milliliter Flasche für den amerikanischen Markt. Die wird zuerst ausgespült. Das ist wichtig, sollte im Transport Staub oder sonstiges in die Flasche gekommen sein, wird die Flasche hier einmal zuerst gereinigt, bevor es dann zur Abfüllung geht. Also es geht relativ flott. Wir spülen die ganze Sache aus und schauen dann, dass es natürlich auch ein bisschen trocknet, damit das Wasser irgendwie drin bleibt. Und dann fährt es durch, wird je nach Flaschengröße natürlich gefüllt. Hier jetzt in der 57 Milliliter Version. Fährt hoch zum Arm. Ihr könnt ja auf dieser Anlage verschiedene Flaschengrößen abfüllen, stimmt das? Genau, also wir verstellen die Anlage je nach Flaschengröße. Für den US-Markt die 750 Milliliter, für den europäischen Markt zum Beispiel die 500 Milliliter oder die 700 Milliliter. Ist nicht ganz einfach, immer die Flaschengröße hier richtig einzustellen. Aber wenn das Gerät einmal läuft, dann funktioniert das sehr gut. Hier natürlich, damit nichts rauskommt am Schluss, der Kork. Das ist ein Silikon-Monoblock, den wir hier benutzen. Und wenn man dann mal die Anlage hier, den ersten Teil, die Abfüllung nimmt, ist das eigentlich ein Teil des Geräts. Und dann geht es rüber zum zweiten Teil des Geräts. Hier kommen wir dann zum Etikettieren. Die Flasche, wenn sie einmal die Kapsel und den Kork drauf hat, wird hier nochmal geschrumpft. Bekommt dann ein Etikett drauf, das Etikett wird gedruckt und am Schluss sieht man eigentlich recht gut, wo die Flasche herkommt. Also ich zeige das nochmal kurz dann mit der Batchnummer. Man sieht es, das ist dann hier nochmal aufgedruckt, also wirklich Einzelfassabfüllung. Man sieht, Barrelnummer ist hier kodiert, aber wird als Code auf jede Flasche einzeln aufgedruckt und vorne sieht man, das ist jetzt das 1 Liter Etikett, aber man sieht, es handelt sich um den Bourbon. Ja, Robert, und jetzt nach den ganzen Prozessen, die du uns gezeigt hast, würde ich dich bitten, dass du uns auch noch sozusagen das Endprodukt dieser ganzen Arbeit zeigst, nämlich eure Whiskys. Natürlich, jetzt kommen wir noch zur Produktpräsentation. Also ich habe mal alle 4 Whisky aufgebaut, die wir auch in Europa haben. Ich fange mal an mit dem Millet Whisky, also ist unser 100%iger Hirse Whisky, wirklich nur aus Hirse hergestellt. Und das Maischeverfahren habt ihr ja schon in den vorigen Videos gesehen. 100%iger Hirse, Vollgetreidemeische und wird dann in unserer Pott-Hybridanlage destilliert. Unsere Whiskys generell haben einen sehr frischen, fruchtigen, zugänglichen Charakter und wir wollen nichts Schweres, nichts Öliges. Der Millet ist ein super Produkt in dieser Kategorie, weil es natürlich durch das Milletgetreide wirklich sehr frisch und fruchtig wird. Millet ist ein Getreide, das normal nicht wirklich oft zur Destillation genommen wird, aber wir haben gesagt, wir wollen spezielle Getreidesorten nehmen, etwas Außergewöhnliches herstellen und Millet war ein Produkt, das wir von ganz am Anfang eigentlich auch wirklich stark promotet haben. Der große Cousin des Millet, ich habe jetzt hier die Flasche für den US-Markt, die 57 Flasche, die andere Flasche ist die 500er, die wir in Europa haben, ist der Bourbon. Der Bourbon, den haben wir vorher auch durch die Abfüllanlage durchgelassen. Eine Mischung aus 51% Mais, 49% Hirse. Dadurch wieder eine schöne Kombination aus der Vanillenote, die wir vom Mais bekommen, mit der fruchtigen Note, die der Hirse hat. Und auch hier nicht schwer, nicht ölig, ein etwas unklassischer Bourbon sozusagen, aber ein Artikel, den wir in unserer Art und Weise herstellen. Dann habe ich hier den Foregrain. Foregrain ist eine Mischung aus Gerstenmalz, Hafer, Roggen und Weizen. Sicher unser kräftigster Whisky, den wir haben. Und durch diese Malznote auch ein Whisky, der sich etwas von den anderen Whiskys abhebt. Der vierte Whisky im Bund, den wir in Europa anbieten, ist unser Rye Whisky. Etwas pfeffriger, würziger, wieder 100% Roggen. Also wirklich nur aus dem Roggen. Durch unsere enzymatische Behandlung geht es, dass wir kein Malz zusetzen. Durch diese würzige und pfeffrige Note vom Getreide ist das sicher einer meiner Lieblingswhiskys, einfach weil die Geschmacksnote
in der Flasche super durchkommt. Du hast ja dann da hinten noch, sehe ich, eine fünfte Flasche sozusagen als Joker hergestellt. Die fünfte Flasche ist in der Tat ein Joker. Ist jetzt die Flasche, die wir derzeit am asiatischen Markt haben. Ein Single Barrel Wheat, also sind ja eigentlich alle unsere Flaschen Single Barrel, das sollte man nochmal anmerken hier. Aber der Wheat ist etwas ganz Spezielles, den gibt es normal nicht in unserer Linie, kommt aber im Herbst in Europa raus und dann kommt auch Europa in den Genuss von unserem Single Barrel Wheat. Der wird auch in Europa dann als Fassstärke abgefüllt, also in unserem Fall mit 55%. Weizen, wirklich ein sehr weiches Destillat, ein Destillat, das am Gaumen sehr weich ist, ein Destillat, das dann auch vom Geschmack her eher in die fruchtigen Noten geht, aber sehr rund ist und auch am Gaumen länger bleibt. Robert, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast, uns durch die Destillerie zu führen und deine Produkte zu präsentieren. Und ja, wir freuen uns, wenn du wieder mal in Europa bist und dich dort wieder zu treffen. Dankeschön. Gerne, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.